Willkommen zurück zu ja, dann mal immer noch der Lustlos-Folge, aber ich denke mal, ich werde es nach dieser Folge auch beenden. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, in dieser Rubrik zu spielen. Also sprich, erstens habe ich überhaupt keine Lust zu spielen. Und zweitens, falsche Taste. Habt ihr heute schon Andacht für die drei gehalten? Das meine ich damit. Die letzte Folge haben die mich schon angekotzt. Ich hasse Dunmer. Ich mag den nicht. Ich will mal den... Ist der Wegschrein hier drin? Ja, den will ich mal eben erkunden. Hier ist ein Wegschrein, der wird mir auf der Karte nicht angezeigt. Hell. Ja. Der Wegschrein von Gramfeste entdeckt. Akavari heißt das. Aber geile Stimme. Und drei ganzen Völkern verschafften sie Qual, dem Tod oder Knechtschaft zur Wahl. Da wussten die Völker von nun an vereint, sie mussten sich stellen. Dem schändlichen Freund auf zum Krieg, o Ebenherz Heer, vertreib die Akaviri, jag sie ins Meer, als der Feind bat um Gnade, die er nie gekannt. Drei Stimmen vereint, schrien auf ewig verbannt. Unserem Kampf sei Tribut gezollt, kein Joch kann uns halten, weder Mondstein noch Gold. Das fand ich gut. Deswegen, ich musste mal eben innehalten. Ich habe vergessen, auch die Uhrzeit zu stellen. Wir selbst können ja Musik spielen. Also was ich richtig gut fand, sind halt, dass sie solche Barden eingebaut haben. Man kann sich dann zurücklehnen, man kann sich hinsetzen. In Taverne ist das auch richtig geil. Hallo. Wie schön, dass ihr es in einem Stück dort rausgeschafft habt. Soweit ich weiß, ist Almalexia manchmal etwas grob im Umgang mit ihren Spielzeugen. Während ihr mit der Göttin gekuschelt habt, habe ich etwas Interessantes herausgefunden. Aha. So stellt sie sich das also vor. Naja, gut. Deswegen hat sie also so wenig angehabt. Was habt ihr erfahren? Die Farm des Hauses Drees vor der Stadt ist in höchster Alarmbereitschaft. Die Wachen werden sogar schon einfachen Passanten gegenüber gewalttätig. Sie benutzen einen Kurier namens Tauravil, um ihre Bestechungsgelder an die Anführer der Häuser und die hohen Beamten der Stadt zu liefern. Ich glaube, sie haben etwas zu verbergen. Ihr wollt also, dass ich mir die Farm ansehe? Ihr kennt mich so gut. Aber ja. Wir werden den Schlüssel des Kuriers brauchen. Er holt hier oft Wein ab und liefert die Flaschen in der ganzen Stadt aus. Meist behält er aber ein oder zwei Flaschen für sich. Wir könnten das vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Was schlagt ihr vor? Gift. Nun schaut mich nicht so an, es ist kein tödliches Gift. Es wird ihn nur in einen schönen, tiefen Schlaf versetzen.
Folgt ihm, und sobald er einen Schluck aus seiner Flasche nimmt und umfällt, könnt ihr euch seinen Schlüssel schnappen. Das Gift in eine offene Flasche kippen, warten, bis er umfällt und den Schlüssel schnappen. Verstanden. Werdet nicht zu übermütig, Held. Das Haus Drees ist tief gesunken und seine Agenten sind angespannt. Wenn der Kurier sich verfolgt fühlt, könnte ihn das erschrecken. Ihr wollt, dass er entspannt genug bleibt, um zu trinken, verstanden? Also, bleibt auf Distanz. Wo soll ich das Gift reinkippen? Na egal. Questlog führt mich. Jetzt kommen sie schon nah und klauen mir das Zeug aus den Schränken. Naja, vielleicht werden wir später auch mit auf Helana umsteigen. Die übrigens eine Templerin ist. Glaube ich. Ja, ne, doch. Ist eine Templerin. Hallo. Hallo. Was? Nun, mit Templer lässt sich das besser spielen, habe ich das Gefühl. Ach, da unten. Da unten. Sprich mit. Das war's. Mhm. Wie ist der Wein unten? Habt ihr die besondere Sorte gefunden? Ich habe etwas Schlafmittel in die Weinflasche geschüttet. Gut. Jetzt warten wir, bis der Kurier sie abholt. Wir wollen keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Bleibt in der Nähe. Da ist er ja. Näher? Kommt näher. Wo ist er? Nein. Augen geradeaus. Schaut mich an. Wir sind enge Freunde. Dichter an mich ran. Ich habe etwas Witziges gesagt. Ihr lacht. Er ist gerade an uns vorbei. Er hat den Wein. Mhm. Gefällt euch, was ihr seht, Held? Natürlich tut es das. Er ist fast an der Tür. Schaut weiter mich an. Gut, er ist raus. Los! Oh Mann. Ich glaube, am Ende endet das noch in einer Beziehung. Gut, raus hier. Wo ist er denn? Ich habe ihn verloren. Ah ne, da hinten ist er. Los. Ich habe keine Zeit für Taschendiebe. Bleib zurück. Halt's Maul, Penner. Eiche. Eiche ist wichtiger als Kurier. Jo, laufen wir ihn hinterher, ne? Ich habe letzte Woche einen Skoma-Schmuggler gefangen genommen. Hier, könnt ihr euch das vorstellen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Warum läuft der denn? Wo rennt der hin? Wo laufen sie denn 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 hin? Was macht denn der? Der schlägt ja Haken. Soll ich ihn mal abschießen? Oh. Upsi. Das Spiel hakt. Ich kann dafür nichts. Alter, wie geil war das denn gerade, bitte? Fett. Wisst ihr, ich habe noch nie einen Rotwaldonen gesehen. Aber jetzt sind sie unsere Freunde. Geh mir aus dem Weg. Ich muss jemanden beschießen. Piu. Aqua. Pium. Pilz. Pium. Sand. Oh, eine Eidechse.
Ach, er ist umgefallen. Oh. So. Oh. Geht zur Farm des Hauses Dres. Schala. Lala. Oh, da sollte ich lieber nicht mehr hin. Lalalala. Was will denn eigentlich hier in der Ecke? Hier ist nichts. Still und heimlich sich besaufen. Das dauert ewig. Eigentlich ist es meine Aufgabe, zu klingen wie ein Argonia. Wenn ihr mich noch einmal mein Kind nennt, dann reiße ich euch den Kopf ab und fress eure Galle. Seid gegrüßt. So. Gut, rein technisch gesehen, untersucht die Bauernhäuser des Hauses Dres. Würde diese eine da, die uns diese Aufgabe gegeben hat, technisch gesehen doch zu mir passen. Auch sie ist Attentäter, ich bin Attentäter. Gut, untersuchen wir das Haus aus. Feuer. Oh, die Asche ist verdächtig. Der eindeutige Geruch von verbranntem Fleisch erfüllt den Raum und kommt von einem Haufen feuchter Asche. Welche Kreatur hier auch verbrannt wurde, sie ist nur noch ein Häufchen Asche. Bösen du. Dieses leicht zerkochte Truthahnbein ist immer noch warm. Aha. Und Teppich. Ich habe es geschafft. Habt ihr mich vermisst? Habt ihr vor meiner Ankunft etwas Interessantes gefunden? Oh, kannst du mal bitte hier deine Tarnvisage ausmachen? Na also, seht ihr das? Das ist eine ziemlich imposante Falltür für den Keller einer einfachen Farm. Ich liebe es, wenn mein Instinkt mich nicht trügt. Was denkt ihr, was wir tun sollten? Ist das nicht offensichtlich? Boah. Öffnet die Falltür. Sie müssen da unten irgendetwas Interessantes verstecken. Schauen wir mal nach. Ich bin überrascht, dass das Haus Dres überhaupt irgendetwas zustande gebracht hat, obwohl die Ordinatoren in höchster Alarmbereitschaft sind. Ihnen entgeht eigentlich nicht viel, selbst wenn sie nicht auf Ärger aus sind. Was werden wir eurer Meinung nach hinter der Falltür finden? Ein Teil von mir hofft, dass wir nur ein paar alte Kisten finden werden, die niemanden mehr interessieren. Aber ich habe da so ein Gefühl. Und ich bin ziemlich sicher, dass es um Leidgeborene geht. Wollt ihr mir immer noch helfen? Was ich will und was ich tue, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, mein Freund. Gehen wir einfach da hinunter und schauen nach, was vor sich geht. Mit etwas Glück sind wir wieder zurück, noch bevor im flammenden Nix der Eintopf des heutigen Abends serviert wird. Und die Getränke gehen auf mich. Dann bringen wir das hinter uns. So, Level up. Zack, zack. Bogen. So. Bogen. Boah, sie geht mal mit kalten Bogen. Durch die Falltür steigen. Gut. Die Kanalisation von Gramfeste. Pass mal auf. Vielleicht ist die Gramfeste ja doch... Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Warum habt ihr denn so lange Kommt schon, schauen wir nach, was da unten ist. Ich muss laden. Schweig. Nein, das kann nicht stimmen. Verdammt. Diese Tunnel sollten versiegelt sein. Nun, ab ins Feuer und so. Oh, folgt mir. Sie ist so süß, wenn sie mit Tim, wenn sie läuft. Ich soll dir folgen. Ich soll dich auch mal ansprechen. Das ist nicht gut. Nee? Ich wünschte, mein Partner Varon wäre hier. Er würde wissen, was zu tun ist. Halt. Nein. Das wünsche ich mir besser doch nicht. Varon würde mir den Hals dafür umdrehen, dass ich hier unten bin. Also, nur so zur Warnung. Das könnte schlimm werden. Wirklich schlimm. Wovon sprecht ihr? Dieses Höhlensystem. Es hat eine direkte Verbindung zur Kanalisation unter Gramfeste. Nun, zu Teilen davon. Die Kanalisation ist wesentlich größer, als man denkt.
Deshalb konnte ich die Leitgeborenen auch nicht finden. Sie können sich unbemerkt durch diese Tunnel bewegen. Ihr scheint eine Menge über diese Tunnel zu wissen. Sagen wir einfach, ich habe mehr als genug Zeit damit verbracht, unter diversen Städten herumzuschleichen. Kennt man eine Kanalisation? Kennt man alle. Aber wie können wir die Leitgeborenen der Ordinatoren entgehen? Schutzzauber wurden hier unten platziert, um einige Leute zu verstecken. Leute mit Blut an den Händen. Leute wie mich. Wenn sie eine Methode gefunden haben, die dädrischen Schutzzauber wieder zu aktivieren, dann haben die Leitgeborenen buchstäblich einen geheimen Zugang, den sie gegen uns verwenden können. Dädrische Schutzzauber? Was verschweigt ihr mir, Nario? Das ist jetzt nicht wichtig. Lasst euch nicht ablenken. Sucht nach den Leitgeborenen und findet heraus, was sie vorhaben. Dann können wir über meine anrüchige, wenn auch ausgesprochen faszinierende Vergangenheit reden. Boah, die ist tatsächlich so. Ach, einfach runterspringen. Ich? Seht euch um. Es sollte hier... Ich halte die Augen auf. Gut. Alit. Alit, Steim, Schalosch. Eine Tür. Es scheint, als ob die Steinplatte hier sich vielleicht öffnen ließe, wenn ihr den richtigen Schalter finden könnt. Rechts. Lass mich raten. Die Tür öffnet sich nicht? Es muss hier etwas geben, das sie steuert. Schaut euch ein bisschen um. Und passt auch auf diese Kreaturen auf. Sie sind hässlich. Hab ich schon gesehen. So, hier kommen wir wieder raus. Und dort rein. Das Metall, das diese Steinhebel mit seinem Gehäuse verbindet, ist verrostet. Und der Hebel bewegt sich nicht. Vielleicht könnt ihr den Hebel etwas einfetten, damit er sich wieder bewegt. Ja, wie kann ich denn einfetten? Ach, da oben ist das Fett. Gut. Achso, ja, ich kann auch einfach hochklettern. Ah. Ja. Und in der nächsten Folge geht's an dieser Stelle weiter.